Elefanten waren angebrannt und rannten brüllend hin und her. Tausende von Wagen verbrannten. Dann senkte sich Stille über die Erde. Es bot sich ein schauerlicher Anblick. Niemals zuvor haben wir eine derart grauenhafte Waffe gesehen. Sie ist wie giftig. Auch die ungeborenen Kinder im Mutterleib starben. Das ist nicht Hiroshima und auch nicht Nagasaki. Das ist eine Beschreibung aus dem alten Indien. In den Sanskrit-Texten werden auch Waffen beschrieben, die wie ein Bumerang immer wieder zum Angreifer zurückkehren. Wenn wir diese Aussage auf unser Zeitalter übertragen, könnte es sich um Flugzeuge und Drohnen gehandelt haben. Denn die kehren nach ihren Einsätzen immer wieder zum Ausgangspunkt zurück. Der in dieser Glasvitrine ausgestellte Goldflieger ist eine Originalnachbildung eines mehrere tausend Jahre alten Fundstückes. Was haben wohl die Leute von damals gesehen, dass sie es in Gold nachgebildet haben? In den alten Sanskrit-Texten werden weiterhin Waffen beschrieben, bei denen wir selbst heute Mühe haben, sie uns vorzustellen. Beispielsweise eine Waffe, die ganze Armeen blitzartig in Schlaf versetzte. Oder eine Waffe, die den Angreifer mitsamt seiner Technik unsichtbar machte. Die Literatur des alten Indien umfasst über 560.000 Verse. Darin ist Gott sei Dank nicht nur von fürchterlichen Dingen die Rede, sondern natürlich auch von Schönem. Es soll auch Vimanas gegeben haben, in denen Leute transportiert worden sind. Auch die Dorjes, die häufig in Indien und in Nepal anzutreffen sind, werden als Flugobjekte beschrieben. Folgen wir einer weiteren Passage im Buch. Sowohl der König als auch seine Würdenträger setzten sich nun in den himmlischen Wagen. Der Himmelswagen flog über die Erde und über die Ozeane und wurde dann in Richtung der Stadt Avantis gesteuert, wo gerade ein Fest abgehalten wurde. Das Vimana stoppte, damit der König dem Fest beiwohnen konnte. Nach dem Zwischenhalt startete der König wieder unter den Augen von unzähligen Schaulustigen, die den Himmelswagen bestaunten. Ja, es scheint tatsächlich unglaublich. Doch die Texte beinhalten viele Details über diese Vimanas. Die Skizzen zeigen, wie sie ausgesehen haben sollen. Da gab es dreistöckige Flugobjekte, die über einziehbare Räder verfügten und aus sehr leichtem Metall hergestellt waren. Und dieses Bild erinnert mich verblüffenderweise an die Stupas in der Tempelanlage von Borobudur auf Java. In jeder dieser steinernen Glocken sitzt eine Statue. Hatten hier die Priester von damals Vimanas mit darin sitzenden Astronauten verewigt?
Die Planung und Entwicklung der Flugobjekte fand übrigens nicht auf unserer Erde statt. Alles stammte von den Göttern. Wir können heute wohl nicht anders, als uns ernsthaft zu fragen, von welchen Göttern eigentlich die Rede ist. Für die damalige Technologie und die damit verbundenen Ereignisse kommen Naturgewalten wohl kaum in Frage. Das hier ist vermutlich der älteste Bericht über den Besuch eines Mutterraumschiffes. Im Lichterglanz kam plötzlich ein riesiger Himmelswagen an, die Finsternis verscheuchend und mit gewaltigem Getöse. Dann steht hier weiter: Der Mensch Arjuna durfte mitfliegen. Als er sich dem Bezirke nahte, der den Sterblichen unsichtbar ist, sah Arjuna viele andere Himmelswagen. Dort oben scheint die Sonne nicht, der Mond nicht, dort glänzt das Feuer nicht. Und was von der Erde wie Lampen gesehen wird, sind in Wirklichkeit große Himmelskörper. Dann werden im weiteren Verlauf des Textes Weltraumstationen beschrieben, in denen riesige Hallen mit verheerenden Waffensystemen untergebracht waren, aber auch liebliche Gärten und Pflanzungen. In einem altindischen Werk, das 1888 vom Sanskrit ins Englische übersetzt wurde, steht, es habe Weltraumschlachten stattgefunden, in denen sich die Götter gegenseitig vernichtet haben. In 1888, als diese Texte übersetzt wurden, kannten die Menschen noch keine Weltraumtechnologien. Kein Mensch ahnte etwas von gigantischen Weltraumstädten und Raumgleitern.
Die Ereignisse fanden in keinem ominösen Himmel statt, sondern eindeutig am Firmament.